So, nun haben wir die Jenny hier. Die Jenny hat ihren Schwerpunkt auf das Thema unsere Kinder und Jugend und die Familie gelegt. Und ich finde, das ist gerade in Zeiten wie diesen besonders wichtig, weil unsere Familie langsam, also das Bild der Familie langsam ausstirbt. Familie ist aber Zusammenhalt. Familie ist auch Stärke für jeden Einzelnen. Es ist Halt für jeden Einzelnen. Es ist manchmal ein Rückzugsort, wo man sich einfach sicher fühlen kann, wenn man mal Probleme hat, wenn man mal niedergeschlagen ist oder wenn einem das Leben einmal böse mitgespielt hat. Und viele Menschen sind sehr einsam, sind allein, weil es die Familie nicht mehr gibt, weil die Familie zerrüttet ist, weil dort kein Wert mehr drauf gelegt wird. Und unsere Kinder und Jugendlichen werden auch vernachlässigt, die unsere Zukunft sind, die das Land doch steuern sollen, ist später, wenn wir alt sind. Und wenn diese Generation aber völlig verblödet wird vom Fernsehen, von den Medien, was bleibt dann über? Und darüber möchte jetzt Jenny auch sprechen und sie möchte sich auch mal ein bisschen Luft machen über unsere Freunde von der sogenannten Gegenseite, die sie auf der Gegenseite sehen, obwohl sie doch auch Genossen sind im Kampf gegen diese Barbaren, gegen diese Eliten, die uns ausbeuten und ausbluten lassen und uns als Sklaven und Nutzvieh benutzen. Jenny, bitte. Moin. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin wahnsinnig enttäuscht, weil ich habe hier mit mindestens 800 Gegendemonstranten gerechnet und bin jetzt eigentlich auch hergekommen, um denen mal ein bisschen, ja, die Ohren zu waschen. Und nun ist gar keiner da. Ja, was mache ich jetzt? Also, ja, nee, das kommt trotzdem. Also, weil ich hoffe einfach mal, die Videos gehen rum und die betreffenden Damen und Herren gucken sich das mal an. Weil ich habe mir mal Gedanken gemacht, was sind das eigentlich für Leute, die gegen uns auf die Straße gehen? Komme ich gleich zu. Also nehmen wir das als Lehrvortrag in Wer sind Gegendemonstranten? Eigentlich heißt das ja, wir leben in einem friedlichen Land, sagt jedenfalls jeder. Und stimmt das denn überhaupt? Und ich sage nein. In diesem Land tobt nicht nur ein Krieg, sondern viele. Und einer gerade da drüben. Und schauen wir uns doch unsere Gegner einfach mal an. Übrigens, das hat seinen Grund, dass ich immer mit Manuskript rede, weil wenn ich kein Manuskript habe, an das ich mich halten muss, sabbel ich euch einen Knopf an die Backe. Und das kann echt lange dauern. Also von daher freut euch, dass ich das nur lese. So, fangen wir mal der ersten Gruppe an. Die sogenannten Antifanten oder Antideutschen und was das da sonst noch so alles gibt. Die führen eigentlich Krieg gegen jeden, der nicht 100% ihrer Meinung ist. Sie wollen die Ansichten Andersdenkender töten. Sie sind Mörder. Nur dass Gesinnungsmord nicht strafbar im Sinne des Gesetzes ist. Sie nehmen die Grundrechte für sich in Anspruch und lassen sich von ihnen schützen, gestehen aber anderen diese Rechte nicht zu. Sie halten sich für die Elite, die das Recht hat, Meinungsdiktatur zu betreiben. Und das nenne ich nicht menschenfreundlich. Würden diese Meinungsmörder ihren Willen kriegen und jeder hier würde genauso denken wie sie, wäre dann Ruhe? Nein, denn sie sind aggressiv und sie brauchen ihre Aggressionen. Sie würden andere Gründe finden, um Unfrieden zu stiften. Zur Not würden sie erbitterten Streit um die Farbe unserer Socken vom Zaun brechen, damit sie ihren Frust ausleben können. Sie werden immer neue Feindbilder schaffen, die sie bekämpfen können. Wozu sich überhaupt die Mühe machen, sie zu überzeugen, dass wir auch nur Menschen sind. Das können wir uns also sparen. Abhaken. Glauben diese Leute echt, dass wir mit unseren Friedensdemos aufhören, weil sie uns in ihrer unnachahmlich charmanten Art zeigen, dass sie uns hassen? Da irren sie sich. Schlechte Manieren sind nicht geeignet, mein Denken in eure Richtung zu lenken. Und solange sie sich nicht benehmen können, solange sie die Deutungshoheit beanspruchen, solange sie Menschen anderer Denkungsart vernichten wollen, verschwende ich keine Zeit darauf, sie friedlich zu stimmen. Sollen die Hunde doch bellen, die Friedenskarawane zieht weiter. Ja. So, und dann haben wir da noch die Gruppe Demo-Verweigerer.
Mit denen bin ich gerade in den letzten Tagen öfter mal in Berührung gekommen. Leute, die sagen, nee, da gehe ich nicht hin, weil der und der spricht da oder das sind so und solche. Diese Demo-Verweigerer, die fürchten, dass die falschen Leute auf Demos wie diesen anwesend sind, sollten lernen, dass es sinnvoller ist, dem Gegner furchtlos in die Augen zu sehen, Präsenz zu zeigen, ihm nicht freiwillig Platz machen. Die Bösen sind für humanistische Menschen nicht ansteckend. Sie haben kein Ebola oder irgendwas. Man muss sich ja fragen, wie es mit dem Weltbild dieser Demo-Verweigerer bestellt ist. Trauen sie sich selbst so wenig, dass sie sich sorgen müssen, indoktriniert zu werden? Nur wenn humanistische Menschen in der Überzahl sind, und dazu müssten die überhaupt dann hier sein, haben Extremisten keine Chance. Die Bezeichnung sagt doch schon, dass sie nie die Masse sein können. Jeder, der wegbleibt, weil böse Buben auftauchen könnten, stärkt gerade die. Wer Angst hat, neben Leuten zu stehen, die wie auch immer extrem sind, unterstützen genau diese Leute mit ihrer Abwesenheit. Wer solche Gründe als Feigenblatt benutzt, um nicht teilnehmen zu müssen, spielt diesen Typen in die Hände und lässt die humanistischen Menschen im Stich. Und dann haben wir noch die Gegendemos von den sogenannten, ich sag da Saubermenschen zu. Die sind dagegen nur ein gesellschaftliches Feigenblatt. Gegen Fremdenfeindlichkeit ist schick und gut fürs Image. Für den Frieden zu sein offenbar nicht. Ist es Ihnen wirklich so wichtig, dass der türkische Nachbar unbehelligt bleibt, dass Sie sich deswegen die Mühe machen, auf die Straße zu gehen? Und wieso stört es Sie dann nicht, dass in der Ukraine, in Syrien, in Palästina etc. seit Monaten Zivilisten und Kinder sterben? Geht Ihre Menschenliebe nicht weit genug, um auch für Menschen, die nicht hier leben, zu demonstrieren? Und falls diesen Leuten die Ukraine zu weit weg ist, wo sind sie, wenn es um Monsanto und TTIP geht? Wo sind die Sozialverbände, die Arbeiterverbände, wenn es um die Rechte von Arbeitslosen geht? Und wo, damit meine ich auch die Menschenrechte. Wo sind die Menschenrechtler, wenn es um die elementaren Grundrechte für alle geht? Wo sind sie, wenn der Bundestag den Anspruch auf sauberes Trinkwasser verneint? Nicht nur für Zuwanderer, sondern für alle. Und wo bleibt die Empörung, wenn der Frieden in Europa in Gefahr ist? Ausländerfeindlichkeit, nein danke. Krieg und Genfood ist okay, oder was? Wäre diesen Saubermenschen eine bessere Welt und ein friedliches Miteinander aller Menschen wirklich wichtig, dann stünden sie so wie wir seit Monaten jede Woche auf der Straße oder würden spätestens jetzt damit anfangen. Aber das ist Arbeit, richtig harte Arbeit, wöchentlich etwas auf die Beine zu stellen, teilzunehmen, die Zeit der übrigen einen Vortrag auszuarbeiten, Infomaterial besorgen und bereitstellen, Broschüren, Flyer oder Anreisen zu Demos wie diesen bezahlen und so weiter und so weiter. Aber so weit reicht das Engagement für andere Menschen bei denen scheinbar nicht. Wird ja auch nicht bezahlt. Ja, genau, es wird nicht bezahlt. Und solange sich daran nichts ändert, sind Gegendemonstranten, egal welcher Art, und auch die Hetzer im Internet gegen solche Demos, für mich nur Demo-Parasiten. Sie tun nur so, als ob sie sich für andere interessieren. Sie sind Lügner. Sie bringen es nicht fertig, sich für eine bessere Welt anzustrengen, sondern wollen nur gegen etwas anstinken. Ihr Motiv ist Zerstörung dessen, was sie aus ihrer Komfortzone holen könnte. Sie führen lieber Krieg gegen andere Menschen, anstatt sich mit ihnen um Verbesserung zu bemühen. Pfui, sag ich da, pfui. Ja, unser Land befindet sich mitten im Krieg. Krieg um die Deutungshoheit, in einem Krieg jeder gegen jeden, um gesunde Nahrung, um den Lebensunterhalt. Wir haben einen Wirtschaftskrieg, einen Währungskrieg und wenn wir nicht höllisch aufpassen, bald einen Krieg mit Russland. Wer in dieser Situation immer noch meint, dass er gerade auf Leute eindreschen muss, die sich mit aller Kraft gegen alle diese Kriege wehren, hat nicht begriffen, was Humanität wirklich ist. Sie sind für mich nicht glaubwürdig. Und darum ist es mir auch scheißegal, was die von mir denken. Was interessieren mich Wadenbeißer, die sich jaulend verkriechen, wenn es um Leben und Tod geht?
Denn der echte Krieg mit Waffen steht vor der Tür. Wir werden von den Medien seit langem darauf vorbereitet. Es geht dabei wie immer nur um Geld und Profit einer Minderheit. Wer den Truppeneinsatz, egal wo, fordert, muss in der Regel nicht selbst an die Front. Die haben also leicht reden. Wirtschaft und Politik brauchen diesen Krieg unbedingt, um ihr marodes System zu erhalten. Und unbedingt heißt, ohne Bedingung und ohne Rücksicht auf Verluste, solange es nicht deren Verluste sind. Dass Konzerne Verlust machen, das geht ja gar nicht. Aber wer trägt die Verluste, aus denen sie Gewinn ziehen? Wir sind es. Es sind unsere Kinder, unsere Männer, unsere Familien, die für die Gewinnsucht und Gier der Konzerne und Banken bluten müssen. Und der Preis ist mir zu hoch. Ich habe nicht Kinder geboren, um sie vom Militär verheizen zu lassen. Ich habe meine Kinder nicht zu anständigen Leuten erzogen, damit eine gierige Wirtschaft sie zu Zerrbildern eines Menschen macht. Ich habe nicht jahrzehntelang für diese Kinder gesorgt, damit man mir irgendwann zerfetztes Fleisch in Zinkdosen vor die Tür frei ausliefert, falls überhaupt was übrig ist, was ich noch zu Grabe tragen kann. Frau von der Leyen, Herr Gauck, Frau Merkel und alle anderen Politiker, die bedenkenlos mit Menschenleben spielen. Unsere Kinder sind systemrelevant und sonst gar nichts. Nicht die Wirtschaft, die Märkte, die Industrie, die Banken sind wichtig und die NATO erst recht nicht. Sogar ihr braucht unsere Kinder, denn wer würde sonst für euer bequemes Leben sorgen? Wenn ihr andere Prioritäten setzt als wir Eltern und unsere Kinder tot sind, könnt ihr euch eure wertlosen Betroffenheits- und Beileidsphrasen in eine Körperöffnung eurer Wahl stecken. Haltet dann lieber die Fresse. Es glaubt euch sowieso keiner. Die Kriegsrhetorik, das Wettrüsten und die Produktion von Waffen um ihrer selbst willen muss ein Ende haben. Was der militärisch-industrielle Komplex da treibt, ist Wahnsinn. Ja, sie sind wahnsinnig, anders kann man das nicht nennen. Gefährliche Irre. Es ist verrückt, wenn Leute Geld damit verdienen, andere Leute umzubringen. Wenn ich das tue und erwischt werde, komme ich in den Bau. Aber wenn ein Konzern das tut, dann soll es legal sein? Pfui! Und wenn wir uns nicht wehren, produzieren sie uns in den Untergang. Wenn wir dem Widerstand gegen Krieg nicht höchste Priorität einräumen, werden wir es bereuen. Wenn wir jetzt nicht Nein zu ihnen sagen, und zwar sichtbar und hörbar, wo immer wir können und wann immer wir können, der braucht hinterher nicht heulen, weil er und seine übrig gebliebenen Angehörigen in die Steinzeit zurückgebombt wurden. Was soll man von Leuten halten, die nicht mal für ihre Kinder und Enkel den Arsch hochkriegen? Was werden Kinder später von Eltern denken, die ihren Sprösslingen lieber zum Schwimmen bringen, anstatt ihnen zu zeigen, dass sie sich für ihr Leben und für den Frieden einsetzen? Ich werde so oft ich kann die untätigen Eltern bei ihren Kindern verpetzen. Verlasst euch drauf! Es sind unsere Kinder, die diese Welt mit Lachen, Leben und Liebe erfüllen. Sie sind die Zukunft. Das ist alternativlos. Ich denke nicht daran, diese Zukunft allein in die Hände machtgieriger Politiker zu legen, denn ich traue ihnen nicht. Hände weg von unseren Kindern und auch Hände weg von unseren Männern. Führt euren Krieg alleine! Ja. Ja. Ich erinnere alle, die gegen uns arbeiten, daran, dass sie Kinder ihrer Eltern sind, dass sie selbst womöglich Kinder und Enkel haben oder haben werden. Um ihretwillen solltet ihr aufhören, euch um Lappalien zu streiten. Und ja, Ideologien sind Lappalien. Im Vergleich zum Leben unserer Angehörigen sind das Lappalien. Was nützt euch da hinten eure Rechthaberei, wenn sie tot sind? Werdet ihr stolz auf euch sein und euch damit trösten, dass ihr nur elitär anständige Demos besucht habt? Wenn die Leichen eurer Kinder vor euch liegen, ist das euer Trost, ja? Meine letzte Frage sollte denen, die die Demos verweigern oder gegen diese Demos sind, dringend mal selbst beantworten. Wie werdet ihr eure jetzige Haltung, egal ob als Gegendemonstrant oder als Demo-Verweigerer, vor einer Nachkriegsgeneration rechtfertigen? Wie?
Vergesst endlich die kleinlichen Zänkereien darum, wer die bessere Ideologie hat. Hört auf, das Haar in der Demosuppe zu suchen. Wenn ihr nach Gegnern Ausschau haltet, guckt nicht geradeaus, sondern nach oben. Und nur zusammen sind wir stark. Und darum lasst euch nicht in Lager spalten. Wenn der Frieden gesichert ist, wenn wir nicht mehr Angst um das Leben unserer Lieben haben müssen, dann können wir uns um jede Kleinigkeit zanken, bis der Arzt kommt. Aber bis dahin lasst uns untereinander Burgfrieden halten und immer wieder für das gemeinsame Ziel, den Frieden für alle Menschen, auf die Straße gehen. Denn ohne Frieden ist alles andere wertlos. Besser, wir ertragen Menschen mit anderen Absichten neben uns, als dass wir um unsere Kinder weinen. Besser, wir demonstrieren uns müde und arm, als dass unsere Kinder in einem sinnlosen Krieg getötet werden. Besinnt euch endlich auf das Wesentliche. Nie wieder Krieg und Hände weg von unseren Kindern. Genau, nie wieder Krieg. Und nur mal so fürs Protokoll und freier Hand. In Bremerhaven. Bremerhaven, das seit 20 Jahren keine amerikanische Kaserne mehr hat. In Bremerhaven wurden letzte Woche und auch schon davor schwere Kriegsgeräte angelandet. Der Bremerhavener Hafen wird zum Kriegshafen für die Amerikaner. Und was das Beschämende daran ist, nicht, dass es passiert, sondern dass die Bremerhavener ihren Arsch nicht hochkriegen. Keiner hat gesagt, okay, lasst uns demonstrieren. Keiner. Und das ist armselig und ich schäme mich für Bremerhaven.